Herzlich willkommen zu unserem Sonntagsimpuls. Heute am Sonntag ist für die meisten Menschen ein Ruhetag. Das gesamte Wochenende wird eher als Pausenzeit bezeichnet, als Freizeit, Aktivitätszeit zum Entspannen. Vor allem jetzt, wenn wir auch in diesem Jahr 1700 Jahre den Sonntag als freien Tag feiern. Doch aus christlicher Sicht ist der Sonntag nicht das Ende der Woche, sondern der Anfang. Selbst in unseren Hochgebeten, in diesen alten eucharistischen Hochgebeten, heißt es ja auch am Sonntag, dem ersten Tag der Woche. Und so stehen wir auch heute am Palmsonntag, am Anfang der Karwoche. Jetzt geht's los, die intensive Zeit mit Jesus. Und wir werden neu geprüft und auch gefragt, wie ist unser Verhältnis zu ihm? Vor allem jetzt, wenn der Wind der Anklage ihm ins Gesicht schlägt, wenn er verraten wird und als Messias angekreuzigt wird. Stehe ich da noch zu ihm? Bin ich bei ihm? So wollen wir mit ihm hineinziehen, jetzt, heute am Palmsonntag, und ihm zujubeln, dem König der Könige, Hosianna, dem Sohne Davids. Hosanna singen wir dir, Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, Gott des Lebens, Gott der Freiheit, Gott der Gerechtigkeit, Gott der Barmherzigkeit, Gott unserem Vater. Hosanna, dem Sohne Davids. Hosanna singen wir dir, Gott, für dein Wort, das uns umtreibt, für dein Warten auf uns, für die Freiheit, umzukehren zu dir, für dein Entgegenkommen, für deine Vergebung, für jeden Neuanfang. Hosanna, den Sohne Davids. Hosanna singen wir dir, Gott, für deine menschgewordene Liebe, für deine überzeugende Demut, für deine befreiende Wahrheit, für deine unendliche Güte, für deine Liebe bis in den Tod. Hosanna, dem Sohne Davids. So preisen wir dich, Herr des Himmels und der Erde, in Dankbarkeit, in Ehrfurcht und in Liebe, durch deinen Sohn im Heiligen Geist, jetzt und alle Zeit. Amen.